Chat. Ja, wieder Superhelden Fähigkeiten. Sag Piraten. Was das ist? Das ist einfach ein Cup ohne Seifen und mit 50 Leuten und kannst bis 9 der 9 fahren. Das war safe für die Non-Switz. Das war zum Geld. Ich will. Das tut mir über. Miska, Miski, Muska. Ja, weil man weiß ja nie, also du redest ja nicht für ihn, wahrscheinlich. Doch, er redet. Ich habe in dem Moment gerade für den Ding geredet. Okay. Ich bin wieder traumlos, falls du wie viel TikToks okay. Gemacht. Nein, keine TikToks zu machen mehr seit 1994, Bro. Wieso? Keine Ahnung, Mann, ich habe keine Ideen, ich bin tot. Ja, wenn du diesen Massaker so holst, dann hast du plus 30 Punkte. Instant, ich starte schon mit 30 Punkten. Komm, scheiße. Spannst du eigentlich so casually deinen Handgelenk an? Nee, ne? Ja, kann sein. Ja. Aber nein. Fickst du deinen Handgelenk so casually? Das ist nicht bis zu viel Antibiotikum. TikTok, Digga. TikTokism. TikTok ist ah. Ich hab Deutsch verlernt wegen TikTok, ne? Ich brauch TikTok wieder deinstalliert, Digga. So Schmutz. What sauce? Da merkt man schon. Welche Soße?
In der Schule heute 10 Seiten geschrieben oder so. Von wem kommt das? Von welchem Ex-Mod? Warum Maximilian mocht dich, Digga? Was war was? Mit Zero Delay, Bro. Dafür hat dir doch Raider 100 Subs gegeben, Bro. Jetzt auch Zero Delay. Was war was? Du für eine Scheiße. Ich hab keinen. Ja, weil. Ich hab ehrlich, ja, ich kann dir besser editieren, aber ich hab FPS-Jobs, hab ich, du Blöde. Der versteht den Gag nicht, Julian. Okay. Ja. Ich verstehe gar keinen Gag gerade hier, Digga. Es ist alles ernst, ich hab komplette Lags. Ich weiß nicht, was für ein Gag du hier haben willst auf einmal, Digga, aber bei mir Lags. Das versteht der richtige Gag nicht. Ich hab's sogar erklärt. Ja. Nein! Hey Alex, wie hast du damals deine Sets gefunden? Das ist echt eine krasse Frage, also die ist ja wieder Wahnsinn. Boah, was eine coole Geschichte hinter deinen Sets, das kannst du mit deinem Ding spielen. Ach so, ey Chad, auf einmal eines Tages, ne, ich hab's sofort eingespielt. Ja, meine Sense, auf einmal kam so, ich war im Wald, okay, davor musst du verstehen. Und dann kam das, was Nora sagen wollte. Was ist ich war im Wald. Da kam ein Löwe, ich mach die Geschichte weiter. Da kam ein Löwe, der hatte die Zahl 4 auf seinen Augen tätowiert. Plötzlich dann... Der Schmetterling flog ihm ins Gesicht und da sah er eine 4. Und dann hat er gedacht, wenn ich diese zwei Nummern kombiniere, dann wäre ich richtig. Da sah ich eine 4, wenn ich die beiden Zahlen kombiniere, halt die Fresse. Hä? Ja, bist du sauber? So ist dann die Geschichte entstanden, wie ich meine perfekte Sense gefunden habe, Chat. Da kam Löwe, Schmetterling. Dabei? Warte, ich mach neues Tattoo. Uhr, Löwe. What's up? What's up? 195, man! Ey, hast du es. Habt ihr es gesehen, was ich reingeschickt hab in Discord? Nee. Mit Diom so? Nee. Ah doch, das hab ich gesehen. Amerikanischer Taki. Ananas Sikim! Ich glaube, ich habe meine Sense noch nie in meinem Leben geändert, glaube ich. Digga, denkt ihr, ich bin zu dem Pro gegangen, hab's gefragt, ja, was hast du für eine Sense, will ich auch haben, dann bin ich auch vielleicht gut. Digga, ich hab gespielt. Ihr wollt einfach nur gut werden, oder nicht? Für was braucht ihr meine Sense oder so? Der Mann spricht von... She love me. Aber bitte nur Craig. Und ihr rafft es nicht, dass ihr es einfach selber rausfinden sollt, Digga.